Jetzt einer dran, einer dran, ey! Schieß! Okay, Johnson. Seite. Ja. Rüber. So, wir melden uns hier wieder aus dem Hörsterbruch mit Louis, wie in der Rückrunde, selber Ort, ein bisschen trocken von oben, aber haben jetzt hier gerade 2-1 gewonnen. Nach 0-1 Rückstand machen, habt ihr gesehen, Klützing und Cardoso machen dann noch die viel umjubelten Tore zu den 3 Punkten. Herr Hilker, wir haben das Spiel gesehen. Ja, vielen Dank, Herr Spielker. Ich fand eigentlich, wir haben ein ganz gutes Spiel gemacht. War natürlich jetzt nach gestern vielleicht nicht ganz so einfach, aber ich finde, wir haben das super gemanagt, haben das super gemacht und hatten das Spiel eigentlich über 90 Minuten auch unter Kontrolle. Letztendlich ist es so, dass wir durch ein vermeidbares und ein dummes Gegentor wieder in den Rückstand geraten und müssen da hinterherlaufen. Aber letztendlich ist es so, und das hat sich in den letzten Wochen auch immer so ausgezeichnet, dass wir halt einfach dann auch wieder Charakter beweisen und zurückkommen und letztendlich das Ding auch noch drehen.
Und war einfach super, wieder hier 3 Punkte in Hörste zu entführen. Und jetzt müssen wir uns heute ausruhen, Dienstag trainieren, Sonntag geht's weiter, oder? Ja, wollte gerade sagen, nächsten Sonntag, 15 Uhr, letztes richtiges Heimspiel in Kappel. Danach geht's ja auf Kunstrasensaison. Also 15 Uhr nochmal nach Kappel, die ganze Bewirtung da ausnutzen. Gerd und weiteres Verkaufsgewerbe, die Fritteuse nochmal heiß laufen lassen. Sehen wir uns in Kappel nächste Woche. Schöne Woche. Haut rein. Ciao, ciao.